Hallo und herzlich willkommen zurück zu der inzwischen vierten Folge von Return to Monkey Island. Wir sind auf der Suche nach einem Mob. Beziehungsweise wir müssen uns einen Mob bauen, damit wir uns der Crew von LeChuck anschließen können, die uns eigentlich gar nicht haben möchte, weil wir auf einer schwarzen Liste stehen. Und wir müssen eine Augenklappe suchen und wir brauchen eine Karte durch den Wald. Es gibt vieles zu tun. Deswegen gehen wir jetzt zu Wally's Maps and More und gucken. Hey, Wally! Was der gute Wally zu sagen hat. Sieh an, sieh an, sieh an. Schau mal, was die Brandung an Land gespült hat. Es ist Guybrush Threepwood. Auch schön, dich wiederzusehen, Wally. Wie auch immer dein Nachname ist. Ich habe Jahre in der Therapie damit verbracht, darüber hinwegzukommen, dass ich wegen dir verbrannt, geblendet, in die Luft gejagt, verlassen und im Stich gelassen wurde. Ja, gute Zeiten, was? Du hast Glück, dass ich das alles hinter mir habe und den besten Kartenladen in der Karibik und darüber hinaus betreibe. Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Du hast nicht zufällig eine Karte zum Geheimnis von Monkey Island? Lustig, dass du fragst. Ich habe vor kurzem eine Auftragsarbeit gemacht, aber dann haben sie mein gesamtes Ausgangsmaterial zerstört. Sie ist die einzige, die es gibt. Ich wünsche dir viel Glück. Oh, nicht so ein Ernst. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. Hast du eine Karte dafür? Der Koch hat dich also auf eine seiner spirituellen Reisen geschickt. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine dieser Mob-Baumkarten gemacht habe. Was für ein Baum ist es nochmal? Ich weiß es nicht. Einer aus Holz? Das ist in Ordnung. Bring mir einfach einen Splitter des Holzes und ich kann mich darum kümmern. So gut bin ich. Splitter des Holzes? Okay. Du hast einen... Moment. Bei dem Koch ist doch diese Holzmöwenfigur hinten drin. Wir haben das Messer. Siehste? Du hast eine Menge Karten hier drin. Wir haben so viele, dass du eine Karte brauchst, um sie alle zu finden. Ein bisschen Kartografenhumor. Ja, ich hatte vergessen, wie lustig der war. Das ist so doof. Sieht so aus, als ob der Laden gegenüber in Schwierigkeiten steckt. Die Welt der Piraten, in der viel auf dem Spiel steht, verändert sich und die dunkle Magie übernimmt die Macht. Voodoo-Magie macht Spaß und so, aber sie ist nicht das, was die neue Generation will. Ich bin auf der Höhe der Zeit und verdiene ein Vermögen. Ich bin dabei, ein Franchise zu gründen. Nicht schlecht. Die Stadt scheint ziemlich heruntergekommen zu sein. Seit Captain Madison Mealy zu ihrer Operationsbasis gemacht hat, beschweren sich die Leute. Es heißt, sie bringt ein böses Element in die Stadt, aber dieses Böse gibt eine Menge Geld für Karten aus. Also, was soll ich tun? Tun, was richtig ist? Ich tue es. Ich tue, was für Wally richtig ist. Tschüss. Tschüss. Wir gucken uns mal... Oh, ein Monokel. Sie sind wie Brillen, nur viel unpraktischer. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Oh, bitte, nimm einen. Ich benutze sie, um für mein Geschäft zu werben. Siehst du, auf dem Rand steht Maps and More. Danke. Die Kiste durchsuchen. Wally, kann ich eine von diesen Karten haben? Absolut, wenn du dafür bezahlst. Schon gut. Diese Karte zeigt beide Seiten der Weltkugel. Sie ist doppelt so viel wert. Auch nicht schlecht. Sieht kühl aus da oben. Es ist eine lange, kleine Karte von irgendwo weit, weit weg. Eine Karte voller Naden? Was ist das für eine Karte? Die geheimen Bewegungen und Aktivitäten meiner Konkurrenten. Das klingt einleuchtend. Ich finde es gut, dass Wally sie nicht gegen ein neues Modell eingetauscht hat, nur weil sie schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Das ist mir aus irgendeinem Grund sehr wichtig. Fächerkarte, eine Fächerkarte? Na, warum nicht? Es ist eine Karte auf einem Fächer. Was werden Sie sich als nächstes ausdenken? Die Insel sieht aus wie eine Hose, er hat recht. Das muss die Hoseninsel sein. Eigentlich, Mr. Threepwood, ist es... Yep, Hoseninsel. Die Karte ist größer als ich. Ich hatte auch mal so eine Karte, aber ich bin nach links gesegelt. Der war gut.
das innovative Kartenbündel ansehen. Es sind Karten, die in Karten eingewickelt sind. Ich wusste nicht, dass man das machen kann. Die stachelige Karte ansehen. Das sieht nach einer tückischen Reise aus. Da steht Bewertung verfluchter schwarzer Diamant. Eine preiswerte gebrauchte Karte? Die erste Regel der Piraterie lautet, kaufe niemals eine gebrauchte Schatzkarte. Ja, hat er recht. Eine etwas verdächtige Leiter zu einem Fenster. Hey Wally, was ist mit der Fensterleiter? Ich benutze sie, um die Nachbarn im Auge zu behalten. Nun, es ist gut, ein Hobby zu haben. Ja, tolles Hobby. Hey Wally, was ist in diesen Kisten? Karten! Was für eine hübsche Karte. Die hier sieht gut aus. Wie viel kostet sie? Oh, die? Zu viel. Tolle Antwort. Die Labyrinthkarte ansehen. Die guten alten Labyrinthe. Man kann nicht genug von Labyrinthen bekommen. Sie sieht teuer aus und glänzend. Ich mag glänzend. Etwas unscheinbar und etwas überteuert. Die gemusterte Karte? Ja, so eine habe ich noch nie gesehen. Eine Karte voller Monster? Ich selbst versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. Okay. Was haben wir hier? Das sieht ausgefallen aus. Die besten Werkzeuge, um die besten Karten zu erstellen. Ja, ist so ein Globus? Ich wusste nicht, dass du auch Globen herstellst. Tue ich nicht. Der dient als Referenz. Da sind alle aktuellen Kontinente drauf. Wir haben gerade einen Erfolg gekriegt. Habt ihr das gesehen? Kartografie-Nerd. Weil wir wahrscheinlich alle Karten angeklickt haben. Okay, wie mir scheint hier erstmal nichts mehr zu sein. Wir haben die Linse. Ich habe auch schon eine Idee, was wir mit der Linse machen können. Wir gehen nämlich einmal kurz ins Gefängnis. Oh. Meanwhile. LeChuck, Sir. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Vorbereitungen zum Auslaufen fast abgeschlossen sind. Du hast alle Zutaten für den Zauberspruch, um nach Monkey Island zu gelangen? Check. Tintenfischtinte, Hühner, Schwefel, Zimt, Affenblut, Minze und ein nerviger Totenkopf. Gut gemacht. Trag dich für eine Auspeitschung weniger auf dieser Reise ein. Lustige Geschichte. Oh oh. Guybrush Threepwood hat versucht, sich in die Mannschaft einzuschreiben. Threepwood? Er muss auch nach dem Geheimnis suchen. Dieser Typ klaut mir all meine besten Ideen. Lass ihn töten! Warte! Lass ihn leben. Ich will, dass er sieht, wie ich nach Monkey Island segle, in dem Wissen, dass das Geheimnis für ihn verloren ist. Sicher. Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ist die Suche nach dem sagenumwobenen Geheimnis von Monkey Island eine gute Idee? Sollten wir nicht lieber die Meere terrorisieren, Angst verbreiten, Chaos stiften? Mehr das typische LeChuck-Zeug? Ich hab genug davon, dass du meine Befehle in Frage stellst. Belade das Schiff fertig und was immer du tust, lass Threepwood nicht an Bord. Nun gut. Oh Gott. Okay. Gut, der Laden ist immer noch dicht, ne? Auf dem Zettel steht, gezwungenermaßen geschlossen. Danke für die Erinnerungen, aber Bargeld wäre besser gewesen. Hallo, hey, Leute. Hey, Guybrush. Hey, Junge. So, komm mal hier kurz her. Untersuch Man mal sagt, die. Das einzige echte Gefängnis ist das in deinem Kopf. Aber glaub mir, das ist ein Haufen. Es ist mein ganz eigenes, sehr scharfes, nicht magisches Zeremonienmesser. Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Vergebungsfrosch. Es lässt die Dinge größer aussehen. Ja, und deswegen benutzt du mal das Monokel mit dem Schloss. Der Großteil dieser Seriennummer wurde abgerieben. Verdammt. Ein Ratschlag, Junge. Die Schrift, die hier einmal war, ist weggerieben worden. Ich habe eigentlich gedacht, wir können dann... Der Großteil dieser Seriennummer wurde abgerieben. Schade, ich habe gedacht, wir können... Hey, Stan! Hallo, mein Junge! Ich habe gedacht, wir können die Nummer lesen, damit wir zu der Schlüsselmeisterin gehen, damit die uns den Schlüssel herstellen kann. Ich war in der Werft, dein Büro ist zugenagelt. Vermutlich ist deine Zahnbürste darin versiegelt. Nun, dann zerbrich dir nicht den Kopf darüber, mein Junge. Ich habe einen toten Tausendfüßler in der Ecke gefunden. Das sollte reichen, bis sie mich rauslassen. Ja, okay. Bis später. Yep. Hast eigentlich du eine Zahl drauf, Otis? Der Knast. Ich kann die Seriennummer lesen.
Ich schreibe sie auf, damit ich sie nicht vergesse. Sehr gut. Mit deiner magischen Feder. Was haben wir denn hier? Das ist die Nummer für das Zellenschloss des Gefängnisses. So, jetzt machen wir dem Folgendes. Das gehen wir mal kurz hier rein. Hallo, Mr. Brush. Hallöchen. Mr. Brush. Hallo nochmal. Okay. Ich denke, ich werde mich ein wenig umsehen. Versuchen Sie nicht zu berühren. Dann muss ich ihr den Zettel wohl in die Hand drücken. So, und ihr geben bitte. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher, das Schloss ist eine gute Wahl. Die sind sehr robust. Es ist die gleiche Art, die Sie im Gefängnis verwenden. Wow, was für ein Zufall. Ich hatte ja keine Ahnung. Danke. Tschüss. Hey, Guybrush. Hey, Junge. Ist ja nett, dass ihr mich jedes Mal anbrüllt, wenn ich reinkomme. Heili. Das ist großartig. Jetzt kann ich eine der Gefängniszellen öffnen. Okay. Otis, die Behörden haben deinen Fall noch einmal überdacht und entschieden, dass du frei sein sollst. Ich bin den Behörden sehr dankbar und werde ihren Namen nicht nennen, falls unangenehme Fragen gestellt werden. Viel Glück, Stan. Ich hoffe, du wirst freigesprochen. Das steht schon fest, mein Freund. Aber danke. Okay. Ich bleibe auf dieser Seite des Gitters. Nur für den Fall. Der passt nicht rein, zufällig auch in das Schloss. Nein, danke. Ich stehe kurz davor, freigesprochen zu werden. Eine Flucht würde schlecht aussehen. Du bist sehr davon überzeugt, Stan, ne? Ich bleibe auf dieser Seite. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Ort so undicht war. Jetzt frage ich mich natürlich. Ich habe die Seriennummer bereits aufgeschrieben. Was uns das gebracht hat, den Otis zu befreien, ne? Wir gehen noch mal eben zu der Gouverneurin. Hä? Haben wir die nicht schon aufgesammelt? Wer ging als erster aus dem Vorstellungsgespräch von Dave Grossmans? Ich hab doch keine Ahnung. Ron Gilbert. Das war jetzt geraten. So, Gouverneurin, wir haben einen Vergebungsfrosch. Das ist für dich. Du gibst mir einen Frosch? Es ist ein Vergebungsfrosch, wenn Worte nicht ausreichen. Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, etwas Persönliches auf diesen Frosch zu schreiben. Das ist einfach unhöflich. Ich lehne deinen Frosch ab. Was? Okay, dann nimm mal deine Feder und schreib was rauf. Liebe Carla, sehr geehrte Damen und Herren. Oh nein, liebe Carla. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gehe, dass dein Geburtstag, dass ich unseren Jahrestag vergessen habe. Nein. Dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren Tut habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ja, mir ist klar, dass du robust bist. Ich bewundere, dass du zu hart zusammenfußest. Oh Gott. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und alle sagen, wie nett du bist. Und alle sagen, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Oh Gott, das kann ja was werden. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Aber das einzige Persönliche, das du richtig hast, ist mein Name. Ich lehne deinen Frosch ab. Oh Gott, jetzt müssen wir den richtigen Text raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das Einzige, was richtig war, war der Name? Liebe Carla. Aber es ging doch um das Buch, oder nicht? Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Ich bewundere, dass du... Was habe ich gesehen? Das habe ich eben genommen, ne? Dann nehmen wir das Erste. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Und alle sagen, wie nett du bist, war auch schlecht. Also das Zweite. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Und, auch wenn es eigentlich nicht meine auch Schuld war. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Oh Gott, das kann ja jetzt ewig dauern. Das ist für dich. Liebe Carla.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in die Luft gejagt wurde. Jedenfalls weiß ich nicht, warum du dich entschuldigst. Und ich bin mir nicht sicher, ob du es weißt. Also ich doch, lehne deinen Frosch also ab. Also doch das Buch, okay. Also nochmal. Liebe Carla. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch... Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Das habe ich gemacht, das habe ich auch gemacht. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ja. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Du machst mir eine eigene Angst. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Okay, und nochmal? Das ist für dich. Liebe Carla. Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Also eine Sache ist wohl falsch. Ich weiß was über sie. Okay, so eine Sache ist falsch. Also nochmal, liebe Carla. Liebe Carla. Das Buch. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Das ist, muss das Richtige sein? Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Und ich weiß, dass du wirklich, das und muss ich auch weiß, richtig dass sein. Du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Und jetzt, du machst mir eine Heidenangst. Du machst mir eine Heidenangst. Was jetzt richtig ist? Das ist für dich. Liebe Carla. Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch okay. ab. Okay. Hä? Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Wenn ich, aber das ist ja das, was ich, Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche mich in Zukunft... Okay. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Diese Kombination hatten wir auch noch nicht. Jetzt aber... Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Aber das einzige Persönliche, das du richtig hast, ist mein Name. Ich lehne deinen Frosch ab. Hä? Hä? Nochmal, liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich schätze es, dass du dein... Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Oh, Carla. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Eine Sache, ja, eine Sache ist falsch. Das habe ich schon. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist.
Und alle sagen, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Oh Gott. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Jetzt habe ich ja was ganz durcheinander gebracht, ne? Das ist für dich. Egal, wir fragen. Wir gucken, was er sagt. Liebe Carla. Das ist eine nette Geste. Aber das einzige Persönliche, das du richtig hast, ist mein Name. Ich lehne deinen Frosch also, ab. Okay. Also wir hatten eben eine Sache falsch. So. Also das heißt ja nur, liebe Carla kann richtig sein oder muss richtig sein. Das tut mir leid, dass ich das genau, Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Denn kann es hier nur, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Und dann verspreche mich in Zukunft. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Und nochmal. Das ist für dich. Liebe Carla. Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Also müssen wir. Der Anfang muss ja dann richtig sein. So. Liebe Carla. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich mir das... Nee, das andere kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Das ich ist auch richtig. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Und alle sagen, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Und jetzt werde ich mich... Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Jetzt habe ich das Vorletzte wieder geändert. Das ist für dich. Der muss das ja jetzt richtig sein, theoretisch. Anders geht's ja liebe gar nicht. Liebe Carla... Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kann doch nicht sein. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt bei dem Schritt über sie, habe ich jetzt alles geändert. Und trotzdem fehlt immer noch liebe eine Sache. Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Das ist ja das, was ich über sie weiß. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. So, Carla ist ihr Name. Das erste ist das, was ich gemacht habe. Das zweite ist das, was ich über sie weiß. Hier habe ich ja schon alles versucht. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Das ist für dich. Liebe Carla... Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Gibt's doch nicht. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Aber was ist es denn? Ich habe doch jetzt schon fast alle Kombinationen. Fast alle. Sehr geehrte Liebe Carla. Nein, es geht tut um das mir Buch. Leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Das ist das, was ich über sie weiß. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Machst du mir machst mir eine Heidenangst. Das ist für dich. Jetzt aber, komm. Liebe Carla, das ist deine nette... Eines, ich lehne da... Okay. Jetzt mache ich alles mal ein bisschen schnell durchlaufen. Liebe Carla, tut mir leid. Ich bewundere... Und ich weiß, dass du bitte akzeptierst. Auch wenn es nicht meine Schuld war. Das ist für dich. Liebe, nicht wirklich deine Schuld? Das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Ausrede. Ich lehne deinen Frosch ab. Jetzt bin ich ganz verwirrt.
Also muss ich ja doch beim... Liebe Carla. So. Tut mir leid, dass ich das... Ich bewundere... Das habe ich doch schon alles durch. Und alle sagen, bitte akzeptieren. Ich verspreche mich in... Das ist für dich. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Liebe Carla, das ist deine eine Sache. Ich lehne dein... Okay, gut. Da kriegen wir das ja noch irgendwie raus. Geh mal kurz zu Dings. Ich will noch mal gucken, ob wir das... die Möwe da irgendwie abschnitzen können. Mit dem Messer zumindest. Dann wollte ich das Stück Holz bringen. Also ich vermute zumindest, dass das so geht. Wer bist du denn? Hi! Sind Sie mein Kellner? Ich möchte das exzellente Gericht, das ich letzte Woche im Haus der Gouverneurin gegessen habe. Ich? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es war so etwas wie eine warme Mahlzeit. Aber ich bin nicht... Es waren Zutaten drin oder so. Ich bin nicht Ihr Kellner. Das habe ich Ihrem inkompetenten Koch schon gesagt. Aber er hat mir immer noch nicht mein Abendessen gebracht. Ich arbeite nicht hier. Ich bin kein Kellner. An die Arbeit! Sofort, Sir. Wer bist du? Hi, Cobb. Kaum zu glauben, dass du nach all diesen Jahren immer noch hier bist. Ich wurde zu einem historischen Denkmal erklärt. Der Ort scheint anders zu sein? Der Ort scheint anders zu sein als in meiner Erinnerung. Es ist diese neue, jüngere Generation von Piratenanführern. All ihre hochtrabende dunkle Magie. Sieh uns an, wir sind so viel besser als du, weil wir vor der Hochzeit keinen Grog trinken. Den Kindern von heute geht es nur ums Plündern und Brandschatzen. Sie haben kein Herz. Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Ich werde das Geheimnis von Monkey Island finden. Willst du mitkommen? Ich habe gehört, dass das Geheimnis nur ein Marketing-Gag ist, den sich Stan ausgedacht hat. Dass nur die Leichtgläubigen und Naiven danach suchen würden. Erzähl mir von Loom. Erzähl mir von Loom. Ich habe so satt, dass mich Piraten nach Loom fragen. Zieh Leine. Ich hab don't ask me about Loom, okay. Warum nimmst du dann... Warum, aber das ist ja don't. Warum nimmst du dann nicht den Frag-mich-nach-Loom-Button ab? Warum nimmst du dann nicht den Frag-mich-nach-Loom-Button ab? Mein grockgeschwängerter Körper ist mit ihm verschmolzen. Mittlerweile bin ich mehr Button als Mensch. Na, okay. Ach, komm schon. Erzähl mir von Loom, um der alten Zeiten willen. Hau ab. Sag es. Nein. Sag es. Sag es. Na schön. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst von Lucasfilms Brian Moriarty? Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung, verblüffenden 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten. Nicht zu vergessen die detaillierte Animation und die Spezialeffekte, sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor dir jemand zuvorkommt. Kauf dein Loom noch heute. Ja, jawohl. Nutz ich ab. Komm, überzeug dir was zu, okay. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, ja. Gut, das haben wir gemacht. Dann will ich mal noch eben versuchen, ob wir nicht ein Stück Holz von dieser Holzmöwe schnitzen können mit dem Messer. Nein, können wir nicht. Warum nicht? Auf der Tafel steht, zum Gedenken an die luminösen Möwen von einst. Oder kann ich von seinem Mob was abschnitzen? Bleib weg von meinem Mob! Bleib weg von meinem Mob! Da will jemand essen. Du siehst aus, als hätte der Gesundheitsinspektor deinen Eintopf probiert. Oder du. Schlimmer. Marlon Marlin ist hier. Wer? Der Kunde, von dem ich Albträume habe. Er ist der einzige Importeur von Jagdfett auf der Insel. Also muss ich ihn bei Laune halten, aber er macht das unmöglich.
Heute möchte er, dass ich ihm ein Gericht koche, das er letzte Woche bei einer Veranstaltung im Haus der Gouverneurin gegessen hat. Aber natürlich weiß er nicht mehr, wie es heißt, was drin ist oder welche Farbe es hatte. Er sagt, er glaubt, dass da Zutaten drin waren. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich machen soll. Wo sagte er, dass er das Gericht... Okay, das wissen wir. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? Natürlich. Ich bin ein Koch. Siehst du den Hut? Ja gut, das kriegen wir ja dann wahrscheinlich aus dem Kochbuch bei der Gouverneurin, die wir ja erstmal überzeugen müssen, okay. Ja, wo sagte er, dass er das Gericht gegessen hat, das du machen sollst? Im Haus der Gouverneurin. Wahrscheinlich ist es ein exotisches, seltsam schmeckendes Gericht aus einem protzigen Kochbuch. Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ich kenne ein tolles Eintopfrezept für Affenköpfe, aber das fällt mir gerade nicht ein. Okay, das ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Das heißt, wir müssen die Gouverneurin überzeugen, damit er gleich rausläuft, damit wir hier was schnitzen können. Ah, irgendwas wird schon laufen. Gut, meine Lieben, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Habt eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.